Guten Abend zusammen. Ja, ich freue mich wieder mal ein neues Video zu machen. Ich weiß, das letzte ist erst 2 Tage her, aber ich möchte euch immer auf dem aktuellen Stand halten und ja, ich hatte euch ja gesagt, es kommen noch weitere Taschenwagen und die Xavi hat sie gefunden, der Xavi hat sie gefunden und ich werde sie abholen. Es wurden 3 Stück, also 2 doppelte und ein einfacher. Und noch eine Überraschung. Es geht los nach dem Intro. Ja, einer von den neuen Doppeltrag-Taschenwagen ist wieder so ein Verkamm wie im letzten Video. Ist nochmal genau der gleiche, aber das spielt ja keine Rolle. Dass die Wagen die gleichen Wagennummern haben, sieht man auf der Anlage sowieso nicht. Und wenn man darauf achten würde, würden keine langen Züge zusammenkommen. Ja, von daher, den brauche ich euch nicht extra nochmal zu zeigen. Deswegen gehe ich direkt rüber zu den anderen beiden. Ja, den 8cc kennt ihr ja, das war der erste in meiner Sammlung. Deswegen lasse ich den mal ein Stückchen vorfahren und dann kommt einer der beiden neuen oder der 3 neuen. Wie gesagt, der andere Verkamm stelle ich euch nicht extra vor. So, einer der neuen ist hier der einzelne Taschenwagen vom Typ T3, auch mit dem 8cc Anhänger drauf. Aus diesem Grund habe ich mir den auch geholt, ganz spontan. Der Anhänger ist ein bisschen anders als die anderen beiden, aber das spielt ja keine Rolle. Bei dem hier, das ist schon fast ein Bausatz, würde ich sagen, weil man hat nur den rohen Wagen mit dem Anhänger drauf. Und dann muss man da noch hingehen, hier die Seilhaken, die Handbremsrad, Räder und alle einzelnen kleinen Teile, die hier überall drumherum sind, die Aufstiegstritte, hier die Bremse, die Bühne mit dem Geländer, das gelbe Teil da vorne, keine Ahnung, was das sein soll, die Auflieger, ja, der Königszapfen und so weiter. So vieles, was man anbauen muss. Wie gesagt, das ist schon fast ein erster Bausatz. Und ja. Aber schöner Wagen ebenfalls. Passt gut in den Zug rein. Und es wird noch ein einzelner reinkommen mit so einem Blue Water Anhänger. Wird noch später kommen. Irgendwann wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres. Und ihr seht es schon auf dem Bild links. Das ist der nächste neue mit so einem Kühlaufliegern. Und es ist wieder ein dunkler Doppeltrag-Taschenwagen mit Bring Frigoscandia Auflieger. Auch schön bedruckt. Wie ich sehe, kein Digitaldruck, oder? Doch, natürlich Digitaldruck. Das Thema hatten wir ja. Ja, das fühlt sich an wie, ja, da seht ihr es auch wieder, Digitaldruck. Aber trotzdem sieht gut aus. So auf den ersten Blick sieht das doch schön aus. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Super. Ja, das wären die neuen Taschenwagen. Ja, das sind die Faschentagen, die Taschenwagen. Ja, wie auch immer. Sorry, Leute. Es ist schon Abend und der Kopf spielt nicht mehr so mit. Aber cool. Ja, es gab einen Spontankauf dann noch beim Xavier und nur aus purem Zufall habe ich in seiner Vitrine eine Lok entdeckt. Ja, und ihr wisst ja, dank Thomas bin ich ja mittlerweile auf dem SBB und BLS-Trip. Und der hatte da eine SBB-Lok, die mir dermaßen gut gefällt und sofort ins Auge gesprungen ist, obwohl Xavi die Lok bestimmt schon länger da stehen hat und bisher ist sie mir nie aufgefallen, bis eben gestern. Und ja,
Ich zeige euch sie. Ja, und wie ihr seht, seht ihr nichts. Also, ich lasse sie mal kurz vorkommen. Schön langsam, damit ihr es auch genießen könnt. Ihr hört's. Da kommt sie. Eine Vectron. Meine erste Vectron überhaupt. Ein wunderschönes Teil. Von Roco natürlich. Und ja, natürlich hätte ich sie nicht gekauft, wenn sie nicht Vollausstattung hätte. Das heißt digital, Sound und einen ganzen Haufen Funktionen. Vor allem an Geräuschen, an Soundfunktionen und natürlich auch an Lichtfunktionen. Bevor ich euch die zeigen kann, müsste ich allerdings die Wagen mal abkoppeln, damit man die Lok auch von hinten später sehen kann. Wobei, es geht auch so. Ja, wie gesagt, es gibt erstmal natürlich 3 Lichtspitzenbeleuchtung. So seht ihr es noch ein bisschen besser. Dann hat der E-Lok Fernlicht. Ja. Und dann Richtungswechsel, ist kein Licht an. Da kann ich allerdings so normales 2-Licht-Schlussleuchten. Das ebenfalls. Hier einmal rotes Schlusslicht links. Und da kommt gar nichts. Okay. Da gibt es noch weitere, soweit ich jetzt. Ja, und ein weißes Rücklicht sozusagen. Da muss ich Thomas nochmal fragen. Da habe ich jetzt nicht wirklich Ahnung davon, warum das in der Schweiz so ist. Es gibt 2 Lichtschlussbeleuchtung. Es gibt 1 Lichtschlussbeleuchtung und 1 Lichtweiße Schlussbeleuchtung sozusagen. Thomas, glaube ich, hatte mir das mal erklärt, aber ich habe es vergessen. Von daher verzeiht mir die Unwissenheit. Ja. Also typische Schweizer Leuchtfunktionen sozusagen. Wieder Richtungswechsel nach vorn. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch über zu den restlichen Soundfunktionen. Bevor wir das normale Fahrgeräusch hören, gehen wir mal einzelne Funktionen, die ich im Stand vorführen kann, ein. Also durch. Dass wir einmal ein langes hohes Horn, ein langes tiefes Horn, der Kompressor, das Ankuppelgeräusch. Und wieder abgekuppelt. Dann, ja, wie gesagt, das Fernlicht. Dann kurze Pfeife hoch. Kurze Ton tief. Selbstverständlich gibt es Führerstandsbeleuchtung. Dann kann man sogar das Geräusch nachahmen, als wenn ein Zug an dieser Lok vorbeifahren würde. Nee, das ist das Kurvenquietschen, das hier. Ja, das ist, wenn man nachahmen möchte, dass ein Zug an dieser vorbeifährt, dann hat man das als Geräusch sozusagen. Was es für einen Sinn ergibt, naja, wenn es einen Spaß macht, warum nicht? Natürlich den Schaffnerpfiff. Ja, dann hat die Glock Kurvenquietschen, wobei das eher ein Geräusch ist, das man fast nie, wenn überhaupt, nutzt. Und es klingt bei dieser auch nicht wirklich schön, sozusagen. Ja, dann habe ich eine Mute-Taste.
Dann die Beleuchtungen. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, Störung, Störung, Störung. Ja, dann hat die Vectron so typische Durchsagen, sogar mit Zugbeeinflussung. Das heißt, wenn man bei voller Fahrt diese Funktion benutzt. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, Störung, genau. Störung, Störung. Dann bremst der Zug auch automatisch bis in den Stand runter. Macht sozusagen eine Zwangsbremse. Ganz genau. Dann. Das Türgeräusch. Und dann gibt es noch weitere solche Durchsagen. Störung, 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 Störung. Warum Roku jetzt hingegangen ist und solche Durchsagen, respektive solche Meldungen in den Sound dieser Lok macht, das spricht für mich nicht gerade für die Lok. Wenn die wirklich so viele Probleme macht, dass da Störung, Störung, Störung auch im Modell nachgemacht werden muss, na dann viel Spaß den Lokführern. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Ja, genau. Du mich auch. Ja, das, wie nennt man das? Also wir haben das Totmann genannt. Das ist dann das Signal, wo der Lokführer darauf reagieren muss. Ja, man kann ein Bremsgeräusch so aktivieren und desaktivieren per Funktionstaste. Ja, frag mich nicht warum, es ist halt so. Ja, und dann hat man selbstverständlich noch den F27 und F28, da kann man die Lautstärke vom Sound rauf und runter drehen. Wobei ich sagen muss, auf maximaler Lautstärke normal war sie mir zu leise. Da habe ich in den CVs nochmal ein bisschen nachgebessert und die Gesamtlautstärke ein gutes Stück höher gedreht. Wobei es ist ein CMOS-Sound und CMOS sagt, auf der CV, 266, wäre die Werkseinstellung 65. Das wäre die lautestmögliche die empfohlene maximale Lautstärke, um einen sauberen Sound rauszubekommen, ohne Rauschen des Lautsprechers. Wobei ich habe das jetzt auf 100 hochgedreht und die Lok klingt sauber, ehrlich gesagt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal den Motor, respektive die Fahrgeräusche. So, ab jetzt wäre die Lok dann abfahrbereit. Ja, so klingt das Ganze. Und wie gesagt, es ist eine sehr, 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 sehr schöne Lok. Und ja, es wird wohl noch eine zweite geben. Das hier ist jetzt die sogenannte Nightpiercer. Das sieht man an der dunkleren Blaufärbung hier an der Seite mit den Sternchen. Und hier dem Schriftzug, also der Fahrkarte sozusagen mit rein. Das heißt, die fährt auch sehr viel in Deutschland, auf der Nord-Süd-Achse. Am Rhein vorbei würde ich jetzt mal behaupten, da es ja draufsteht. Ja, und es gibt ja diese, ich mach mal aus. Ja, es gibt ja auch die mit hellem Blau ohne die Sterne, auch mit den blauen Köpfen.
Und es gibt die auch mit den roten Köpfen. Das wäre die Vectron 1 und das ist die Vectron 2, irgendwie sowas. Thomas hat mir das erklärt auch mal. Er ist ja da ein bisschen bewanderter als ich in den Schweizer Sachen. Und ja, auf jeden Fall wird noch eine mit den roten Köpfen dazukommen für eine schöne Doppeltraktion. Wann das soweit sein wird, das hängt vom Budget ab. Mal warten, was das neue Jahr bringt. Und ja. Ja, was haltet ihr von meiner neuen Lok? Ich liebe sie. Sie ist eine wirklich, also eine der schönsten Lok überhaupt vom Design. Auch die Vectron an sich, auch die Basis Vectron, egal von welcher Bahngesellschaft, eine Vectron ist eine schöne Lok. Nicht jeder ist Fan von der Vectron, aber ich mag sie sehr. Sie hat, nee, wenn ich die Lok jetzt hier wegnehme, dann rollen mir die Wagen weg. Ja. auf jeden Fall, ich würde die Lok jetzt nochmal gern hier vorholen. Moment. So, ich habe eine Lösung gefunden. Das schöne Stück. Auch die Bedruckung ist zwar, würde ich sagen, ebenfalls Digitaldruck, ja, definitiv. Aber bei der Lok hier sieht das nicht so schlimm aus, komischerweise. Es scheint ein hochwertigerer Digitaldruck zu sein. Denn ja, sieht sehr sauber aus. Sie ist zwar auch ein bisschen so körnig, aber nicht ganz so schlimm, und weil es auch die ganze Fläche der Lok gleichmäßig ist. Ja, man sieht es ein bisschen matt, das Original glänzt mehr, die Originallok. Aber trotzdem schön. Auch die angesetzten Details, wie die Handgriffe, also die Haltestangen hier, der Dachgarten. Und natürlich fehlen noch einige. Roco macht ja mittlerweile, wie gesagt, auch bei dem Wagen so Bausätze fast schon, ne? Hier hat man dann Scheibenwischer noch separat und auch noch hier so Griffe. Es gibt noch einiges an separaten Teilen, um anzubringen. Ich glaube, ich muss mich da mal amüsieren und das mal machen. Aber dafür brauche ich mehr Zeit. Aber ich mag die Lok. Sehr schön. Ja, somit. Seid ihr wieder auf dem neuesten Stand? Ah ja, bevor ich es vergesse. Das ist die Artikelnummer der Lok. 73117. Baureihe 193. Ich nenne sie einfach Vectron. Genau. Ja. Hübsch, hübsch. Ich hoffe, euch gefällt die Lok genauso wie mir. Also, wie gesagt, ich wollte eigentlich keine Lok kaufen. War nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur die Wagen abholen. Ich hatte noch eine CRV 1800 in der Vitrine da gesehen bei Xavier, eine spezielle. Ich habe gedacht, vielleicht eher die. Aber dann habe ich die Vectron gesehen und habe ich die 1800 da schon fast vergessen. Ich habe gesagt, boah, die geht mit. Ja. Wenn ich es sagen darf, 294 Euro. Da ist eine Ansage, aber es gibt Schlimmeres. Es gibt teurere Modelle und da hat Rocco ein schönes Modell zu einem annehmbaren Preis angeboten. Und wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt sie genauso gut wie mir. Ich hoffe, euch gefallen meine Taschenwagen genauso gut wie mir und überhaupt der ganze Zug. Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Schweizer Loks für diesen einen Zug. Aber Rocco und Pico haben jetzt diese Taschenwagen in der T3000E Ausführung. Pico hat sie schon auf dem Markt und Rocco kommt damit noch. Da wird wohl auch noch ein ganzer Zug von denen später mal auf meine Anlage fahren. Meine Schweizer Loks wollen natürlich was ziehen und die Schweizer Loks, vor allem die Vectron und die 486er von der BLS, die ziehen hauptsächlich eben Züge mit dem Kombiverkehr. Also Container, Tragtaschenwagen, Containerwagen, solche Sachen. Führt kein Weg dran vorbei. Will man eine schöne Lok und einen passenden Zug dazu, muss man in die Tasche greifen. Man kann nicht egal was an egal welche Lok hängen. Kann man, ich kann nicht. Weil ich bin im Kopf so ein Monk und das muss dann stimmen. Plus minus auf jeden Fall, ungefähr.
Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich habe mich gefreut, dass ich euch diese Lok zeigen konnte. Und ja. Und natürlich nicht vergessen, es gibt jetzt noch ein paar Fahraufnahmen von der Lok. Mit ihrem Zug selbstverständlich. Macht's gut, einen schönen Abend noch und bis bald.